Glaubst du an die Existenz einer Hölle? Einer Hölle, in der Menschen bis in alle Ewigkeit für ihre Taten büßen müssen? In diesem Video geht es nämlich um unheimliche Theorien, die besagen, dass das CERN Portale zur Hölle öffnen und Dämonen in unsere Welt lassen könnte. Also bleibt dran, um mehr über diese gruseligen Theorien zu erfahren. Doch bevor wir mit dem Video loslegen, würden wir uns über ein Abo und ein Daumen nach oben sehr freuen. Nun macht es euch gemütlich, holt euch etwas zum Knabbern und genießt das Video. Los geht's! Das CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung, ist eine Großforschungseinrichtung in der Nähe von Genf, die teilweise in Frankreich und teilweise in der Schweiz liegt. Am CERN wird physikalische Grundlagenforschung betrieben und es ist vor allem bekannt für seine Teilchenbeschleuniger, insbesondere den Large Hadron Collider, LHC, der knapp 27 Kilometer lang ist und Teilchen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, um ihre Eigenschaften zu untersuchen. Der LHC war maßgeblich an der Entdeckung des Higgs-Bosons beteiligt, eines Teilchens, das eine entscheidende Rolle bei der Erklärung der Entstehung von Masse in der Physik spielt. Aber es gibt auch Menschen, die diese Forschungseinrichtung als eine große Bedrohung und Gefahr betrachten. Wir möchten euch nun ein paar sehr interessante Theorien über CERN vorstellen, die zum Teil furchteinflößend sind. Das CERN ist für Naturkatastrophen verantwortlich. Die Theorie besagt, dass das CERN durch seine Experimente im Large Hadron Collider künstliche Erdbeben und andere Naturkatastrophen verursacht. Die hohen Energien, die im LHC erzeugt werden, könnten demnach die tektonischen Platten der Erde destabilisieren und damit Erdbeben, Vulkanausbrüche oder Tsunamis auslösen. Diese hohen Energien führen zu einer Erhöhung der Strahlung und zur Erzeugung von Teilchen, die die Erde durchdringen und die tektonischen Platten beeinflussen. Wenn diese Teilchen auf die tektonischen Platten treffen, wird eine Art Störfeld erzeugt, das dazu führen könnte, dass sich die Platten verschieben. Es besteht auch der Verdacht, dass die Teilchen durch ihre Interaktion mit der Materie in der Erdkruste die Platten destabilisieren könnten. Manche Menschen haben auf die bereits erhöhte seismische Aktivität in der Nähe des LHC hingewiesen. Es sollen schon zahlreiche Erdbeben und andere Naturkatastrophen in der Nähe des CERN aufgetreten sein, die verheimlicht und heruntergespielt werden. Das CERN öffnet Portale zur Hölle. Die Theorie, dass das CERN Portale zur Hölle öffnen und Dämonen in unsere Welt lassen könnte, wurde erstmals 2009 von einem deutschen Biochemiker und Chaosforscher namens Otto Rössler verbreitet. Im Jahr 2009 hat er eine Petition gestartet, in der er das CERN dazu aufgefordert hat, seine Experimente zu stoppen, weil er befürchtete, dass das CERN versehentlich ein schwarzes Loch erzeugen könnte, das alles auf der Erde verschlingen würde. Otto Rössler hat in Interviews und Artikeln darauf hingewiesen, dass das CERN in der Lage sein könnte, Tore zu anderen Dimensionen zu öffnen, die von Dämonen und anderen bösen Kräften bewohnt sind. Er argumentiert, dass die Experimente im CERN so mächtig und unvorstellbar sind, sodass sie in der Lage sein könnten, diese Tore zu öffnen. Rössler ist der Ansicht, dass die Experimente, die im CERN durchgeführt werden, in der Lage sind, die Struktur des Raumes und der Zeit zu verändern, was zur Entstehung von Wurmlöchern und anderen Toren führen könnte. Diese Tore könnten zu anderen Universen führen, die von Geistern, Dämonen oder anderen spirituellen Wesen bewohnt werden. Rössler befürchtete auch, dass die Experimente einen Zusammenbruch der Realität verursachen könnten und dadurch Paradoxien entstehen. Außerdem betonte Rössler des Öfteren, dass die Forscher im CERN nicht in der Lage sind, die Risiken ihrer Experimente vollständig zu verstehen oder zu kontrollieren. Aufgrund der Komplexität der Experimente und die Unvorhersehbarkeit der Ergebnisse ist es nahezu unmöglich, dass die Forscher alle Risiken und möglichen Konsequenzen ihrer Experimente vorhersehen. Rössler hat auch in etlichen Interviews und Artikeln darauf aufmerksam gemacht, dass die Technologie des LHC nicht ausreichend getestet wurde, um zu garantieren, dass sie sicher ist. Er sagte, dass das CERN eine zu große Gefahr für die Menschheit darstellt, da es unvorhersehbare Konsequenzen hat, die unsere Existenz bedroht.
Das CERN hat den Mandela-Effekt verursacht. Anhänger dieser Theorie gehen davon aus, dass das CERN für den Mandela-Effekt verantwortlich ist, indem es Experimente durchgeführt hat, die das Raumzeitkontinuum beeinflusst haben. Die Idee, dass das CERN das Raumzeitkontinuum beeinflussen könnte, beruht auf der Theorie der allgemeinen Relativität von Albert Einstein. Die allgemeine Relativitätstheorie besagt, dass die Gravitation die Krümmung der Raumzeit verursacht und dass die Krümmung der Raumzeit die Bewegung von Objekten beeinflusst. Einige Theorien besagen, dass es möglich ist, die Raumzeit durch bestimmte Experimente zu beeinflussen, indem beispielsweise Gravitationswellen erzeugt werden. Das CERN soll Experimente durchgeführt haben, die Gravitationswellen erzeugen und die Raumzeit beeinflussen. Diese Experimente sollen zu Veränderungen in der Realität geführt haben und die Folge davon ist, dass Menschen sich an Ereignisse erinnern, die nie stattgefunden haben. Diese Merkwürdigkeit ist als Mandela-Effekt bekannt. Der Mandela-Effekt bezieht sich auf das Phänomen, bei dem eine Gruppe von Menschen sich an ein Ereignis oder eine Information erinnert, die sich jedoch von der tatsächlichen Realität unterscheidet. Das Phänomen wurde erstmals von der Bloggerin Fiona Brome benannt, die feststellte, dass viele Menschen glaubten, der südafrikanische Anti-Apartheid-Aktivist Nelson Mandela sei in den 1980er Jahren im Gefängnis gestorben, obwohl er tatsächlich erst am 5. Dezember 2013 verstarb. Einige Beispiele für den Mandela-Effekt sind die Erinnerungen von Menschen an die Rechtschreibung von Marken wie Bärenstein, Bears und Fruit Loops, die anders geschrieben wurden, als wir uns jetzt erinnern. Ein anderes Beispiel sind die Erinnerungen an das Aussehen der Monopoly-Mann-Figur. Viele erinnern sich an das Logo von einem älteren Mann mit Schnauzer, Zylinder und Monokel. Die Erinnerung trügt jedoch, denn der Monopoly-Mann hat noch nie ein Monokel getragen. Es gibt verschiedene Theorien darüber, was den Mandela-Effekt verursacht. Eine davon ist, dass es sich um eine Art von kollektivem Gedächtnisfehler handelt, bei dem eine Gruppe von Menschen sich irrtümlich an etwas erinnert, das nie wirklich passiert ist. Eine andere Theorie ist, dass der Mandela-Effekt auf zeitlichen Verschiebungen oder alternativen Realitäten beruht, die durch Quantenphysik oder andere Theorien der Physik erklärt werden können. Manche glauben, dass das CERN absichtlich diese Veränderungen vorgenommen hat, um die Realität zu manipulieren oder um eine Art von Zeitreisetechnologie zu entwickeln. Andere sind der Meinung, dass das CERN diese Veränderungen ungewollt verursacht hat, indem Experimente durchgeführt wurden, die außer Kontrolle geraten sind. Es gibt bis dato keine wissenschaftlich anerkannte Erklärung für den Mandela-Effekt, und viele Forscher betrachten ihn als ein interessantes Phänomen, das weiter untersucht werden muss. Was denkt ihr über diese interessanten Theorien? Kanntet ihr diese Theorien schon, oder habt ihr sie zum ersten Mal gehört? Schreibt doch eure Gedanken dazu einfach in die Kommentarbox. Wir freuen uns schon darauf, eure Kommentare zu lesen. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um in Zukunft kein spannendes Video mehr zu verpassen. Das war's auch schon mit diesem Video. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.